Was teilt ihr über soziale Netzwerke mit euren Freunden und was eher nicht? Ja, also ich teile halt so Bilder aus dem Alltag, was ich gerade mache mit meinen engsten Freundinnen, aber jetzt auch nicht jede Sekunde. Ja, ich mache es eigentlich ziemlich genauso. Ich teile auch Bilder und ich sag halt auch, ich poste halt auch manchmal, was ich gerade mache und. Also auf Facebook teile ich zum Beispiel nur Fotos, also da poste ich so gut wie keine Statuse und auf WhatsApp schon. Vor allem bei den Statusen kann man so über Gefühle posten. Ich tue über WhatsApp eigentlich so Bilder und meine Gefühle so mitteilen zu meinen Freunden, aber eben nur zu denen, die ich richtig vertrauen kann. Ja, einfach so persönliche Geschichten halt wie was, Sachen, die einfach wirklich kennen, Leute irgendwas angehen. Also ich teile eigentlich nur, wenn ich gerade irgendwas Besonderes mache oder so, oder wenn ich gerade irgendwo bin, mache ich vielleicht ein Foto oder so eben über Facebook, aber sonst behalte ich lieber alles für mich. Was ist deiner Meinung nach in sozialen Netzwerken okay und was nicht? Ja, also ich finde, man muss nicht übertreiben mit den Sachen, die man da reinstellt, weil die Leute zum Beispiel jetzt bei Facebook einfach irgendwelche Leute als Freunde haben. Und ich finde, man sollte sich da eher bedeckt halten und nicht unbedingt jeden Blödsinn da reinschreiben. Also ich finde es okay, wenn man halt so Status postet, wie ein Du bist zum Beispiel, aber ich finde es nicht okay, wenn man über Menschen herzieht im Internet oder so politische Themen. Ich finde, das gehört nicht so ins Internet halt. Ja, ich finde es nicht gut, wenn man, ich finde es nicht okay, wenn man auf jemanden losgeht, zum Beispiel, wenn man sich über jemanden im Internet beschwert und den schlecht macht oder wenn man auch falsche Dinge verbreitet. Das finde ich nicht gut. Also ich finde, dass Nacktbilder gar nicht gehen oder Videos, so die wirklich erst ab 18 sind und da gibt es ja genauso Kinder und wenn die das sehen, ist das meiner Meinung nach nicht so gut. Oder ja. Ich finde, Cybermobbing geht gar nicht, weil einfach die Personen, die sind einfach so arm und das sollte eigentlich keiner machen. Wie soll man online miteinander umgehen? Ja, so wie im echten Leben auch respektvoll und einfach respektvoll miteinander umgehen, das ist das Wichtigste, finde ich. Man sollte auf jeden Fall freundlich sein und man sollte keine Dinge sagen, die man nicht so meint und die man auch nicht im echten Leben sagen würde. Ich finde auf jeden Fall freundlich und sozial und nicht irgendwie wen beschimpfen, vor allem grundlos oder was ich auch oft sehe wegen religiösen Ansichten. Ja. Ja, also ich finde, man sollte online genauso respektvoll umgehen wie im richtigen Leben. Diskret, also vielleicht zum Beispiel bei Facebook, per Privatnachricht einfach, nicht unbedingt immer die ganze Zeit irgendwelche Status posten und so, ja. Und gibt es Unterschiede zwischen dem Miteinanderreden in sozialen Netzwerken und dem, also Reden im echten Leben? Ja, also ich finde, es gibt sehr große Unterschiede. Im sozialen Netzwerk ist man eine ganz andere Person, man ist offener und einfach halt anders. Aber im echten Leben ist man, finde ich, anders. Ich finde, das sind so zwei Persönlichkeiten, meiner Meinung nach. Ich finde auch, dass es einen großen Unterschied gibt, weil es gibt viele Leute, die sich im Internet sehr stark fühlen und dann übertrieben sich aufspielen, die im echten Leben nie ein Wort sagen würden. Ich finde auf jeden Fall, weil ich habe das, also ich spreche jetzt aus Erfahrung, weil es gibt Menschen, die dann online so auf groß machen und keine Ahnung, über irgendwen maulen oder irgendwen beschimpfen und dann in echt trauen sie sich ja nichts sagen. Ja, weil so irgendwas hinschreiben geht leichter mal, als dass man irgendwas so aus den Lippen herausbekommt. Und das ist definitiv anders. Ich finde, dass es halt viele Leute gibt, die auch anders sind im Internet, als sie im echten Leben sind. Ja, definitiv, weil ich weiß ja nicht, wer hinter dem Rechner sitzt und irgendwie, ob das Profil überhaupt übereinstimmt mit der Person, die mir da schreibt, oder ob das eine völlig andere Person ist, also, ob das irgendeine fiktive Person ist, weiß ich ja nicht.